Willkommen zurück hier bei Telekonga. Es geht actionreich los. Wie ihr seht, ja, wieder eine Erinnerung. Und da steigen wir gleich mal ein, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir es noch gönnen, ja. Wo bin ich? Da bin ich. Erstmal hier weghauen, das ist okay. Die Standardgegner scheinen auch so zu gehen. So, bei dem müssen wir jetzt aufpassen. So. Gefällt dir mein Frachtraum, William? Dann amüsier dich mit deinen neuen Freunden. Okay, da muss man nicht mal blocken bei den Typen hier. Einer dort schafft diese Kielratten auch so. Zack. Ja, ihr seht, wenn man ja wild rumhaut, kann man auch manchmal den Konter so schaffen. Der muss dann sicher wieder. Tschüss. Komm, hau dich. Ja, machen wir eben so. Zack, 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 zack. Analphabeten. Man hat mich schon schlimmer genannt. Oh. Der sieht aus, als wolle er. Ob sie damals ein bisschen Hilfe vom Red Steel Team gekriegt haben, Red Steel 2 Team. Mit dem Motion Blast hier. Man weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, welches Team das war jetzt, das Red Steel 2 gemacht hat. Das auch Montpellier war. Ach, Leute. So. Wir haben doch keine Zeit. Ja, fall hin, du Troll. Trollo. Next one. Auf sie! Sauber das Deck von diesem Abschau! Jetzt bist du an der Reihe, Redham. Was tausend! Wer wagt es sich hier in den Weg? Manieren, Adam. Wo sind die Manieren? Ohne ein paar Formalitäten darf niemand bei mir vorsprechen. Ich glaube. Ja. Also bei dem müssen wir blocken. Ah. Und tschüss. Du harter Lumpter. Oh oh. Mächtiger Badaboom, sag ich mal. Vergib mir,
Noch anstupsen, komm. Oder auch nicht. Verflucht seist du, Haddock! Du und deine feinen Nachfahren! Du wirst niemals entkommen! Wir folgen dir bis auf deine verfluchte... Bla 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 bla. Freudiger Seehund! Kapitän! Kapitän, wachen Sie auf! Was war das gerade, Kapitän? Was hat der Pirat Ihren Vorfahren gesagt? Verflucht seist du? Nein, danach. Zitteraal? Freudiger Seehund? Ja, so nein, ungefähr, ne? Sie sagten, wir folgen dir. Bis auf deine verfluchte bretonische Insel? Das ist es. Dort müssen wir suchen. Irgendwo... in der Bretagne. Wieso? Wo denn? Nordfrankreich. Das Versteck ihres Urahnen. Eine Insel. Oder eine Grotte. Etwa hier. Sind Sie bereit, in seine Fußstapfen zu treten? Wie es scheint, war Ihr Vorfahr doch gar nicht so ein Feigling. Oh, jetzt wird er stolzer Captain her. Matrose! Ei, ei! Captain. Oh, es geht wieder los. Die große Flucht. Ja, zum Glück haben wir das Konzert nicht live mit angucken, anhören müssen. Wo ist der Schraubhuber? Los! Oh ja. Schnell, Kapitän! Bam! Wie gesagt, wenn hier einer noch den anderen mitreißen würde, wäre das noch viel besser. Aber gut, das ist halt gescriptet, ne? Nie will die Kastafiore wiedersehen zu müssen. Schnell, Kapitän! Na komm schon. Ah, verdammt. Er muss auch direkt drüber fahren, gell? Ah, verdammt. Und manchmal sieht man das dann auch nicht, wenn der hier... Bis jetzt fährt er vorbei. Komm, geh hoch, ja. Oh, oh. Und ich habe nur noch einen, aber gut. Natürlich praktisch, so eine Rakete zu treffen, wenn sie knapp bei ihm in der Nähe ist. Aber das sollte jetzt auf jeden Fall ein Zwischenspeicher sein, wenn ich jetzt irgendwie drauf gehe. Ah, gedrückt halten. Das kennen wir ja gut. Wie immer. Wow. Alle Wege führen nach Paris. Ne, schieß doch, Edward, ja. Wow.
So geht das. Aber so werden wir doch nicht etwa bis nach Europa fahren. Keine Sorge. Da drüben, da, ein Flugzeug. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Kopf hoch, Kapitän. Haben wir sie abgeschüttelt? Ach, Leute. Geht das wieder los? Dann sollten wir nicht kräubeln. Ein Motorrad wäre mir lieber gewesen. Die schießen auf uns. Sie ist halt ein Luftschiff, ne? Und mit Schiffen kennst du dich doch aus. Boah. Ist das normal, dass wir unter der Erde sind, anstatt in der Luft? Ist doch auch Luft. Ja, ja, ja. Glückwunsch. Haben wir sie abgeschüttelt? Was glauben Sie? Auf geht's. Dann sollten wir nicht kräbeln. So halten Sie das Flugzeug doch ruhig. Mir wird schon ganz blümerant. Vorsicht! Ach. Mit B ist immer noch schießen und nicht mit A. Ich wundere mich. Aber ihr solltet euch über hier nichts mehr wundern, ne? Anstatt in der Luft. So, oh. Ah, schon mal ein bisschen was frei machen. Ich hab da so ein ungutes Gefühl. Ah! Schwein gehabt. Ich würde jetzt beschleunigen, aber dann muss ich hier wieder irgendwo. Bleib ich wieder irgendwo hängen. Ah! Alter. Hoppalal. Ach, ich hab's doch gesagt hier. Einmal zu schnell, zu viel beschleunigt. Und schon hat man die Kontrolle verloren, ja. Über sein Leben. So. Vorsicht! Ja, das ist schon mal gut. Ja, 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 ja. Tun Sie doch was, Tim! Schießt schon wieder jemand auf uns? Da. Geht's nach oben, ja? Ich hoffe mal, ja. Wassa! Ich will raus aus der Brechkiste. Oh, was jetzt? Vier Geschütze hier. Wo sind sie da? Wo sind... Ach komm! Das ist natürlich doof hier, wenn man wenigstens die Kamera auch noch frei drehen könnte. So, müssen wir mal hier ein Stück weg. Mit so großen fliegenden Insekten hatte ich noch nie zu tun. Ich erkläre später. Ne, wir wollen wieder falsche Seite. Der Seite angreifen. Ja, bitte. Adios. Auf in die Bretagne. Und wo genau in der Bretagne? Bitte schön. Dort, diese Insel. Das ist sie, 100%. Sie sind ein Prachtkerl, Tim. Ist mein Job, Kapitän. Ja, und mein Leben. Ach, die Verrückten, die.
Fantastisch, Bagger haben wir auch geschafft. Oh, 14 von 15. Mann, eins hat uns noch gefehlt. Aber, ja, dann war's das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's in die Bretagne. Und mit großen Schritten auf das Finale zu. Verrückt, wir sehen uns, wenn ihr wiederkommt. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.